Hallo zusammen, ich habe wieder mal einen Kühlschrankkompressor. Den bauen wir aus dem Solarkühlschrank. Und das ist nicht ein Wengseng, was normalerweise drin ist. Da ist jetzt ein Huayi drin. Ein HJB35 ist auch R600, hat die gleichen Anforderungen, wie ich zum Beispiel das letzte Video gemacht habe. Ja. Standard ist auch hier 170 Lochabstand von hier bis hier Millimeter. Und wenn ich von unten her anschaue, diese Distanz ist Norm 170 und diese von hier bis hier ist 70 Millimeter. Wir haben hier Zugentlastung drin, wir haben hier ein Kabel, das ist auch relativ dünn abgeschnitten. Wir haben hier auch das Erdungskabel drin, das müsst ihr also aufmachen, das Erdungskabel drin, den Nullleiter, das braune Kabel und das weiße Kabel. Das braune Kabel und das weiße Kabel muss verbunden werden, dass dieser Kompressor läuft. Oder über den Thermostaten geführt werden. Auch dieser Kompressor ist für viele, die wir haben, ein Leichtanlaufkompressor. Leichtanlauf heißt, er kann nicht gegen Druck starten. Da bringe ich andere Kompressoren, die können gegen Druck starten, aber dieser nicht. Also wenn ich diesen brauchen will für eine Airbrush, irgendwas Kompressor, ist er eigentlich nicht geeignet. Als Vakuumpumpe kein Problem, als Kühlschrankkompressor, für das ist er ausgelegt, ist auch kein Problem. Diese Leichtanlaufkompressoren im Kühlschrank drin, die müssen einen Druckausgleich haben. Also heißt, sie saugen hier rein, drücken hier zum Druckrohr raus. Ein Hochdrucksystem und Niederdruck im Kühlschrank wird erzeugt. Wenn ihr den Kühlschrank auszieht, merkt ihr vielleicht, ein normaler Haushaltskühlschrank, und ihr steckt den gleich wieder ein, läuft er nicht an. Das ist hier der gleiche Fall. Ich habe hier einen Klickson drin. Dieser Klickson schaltet aus, weil der Kompressor nicht gegen diesen Druck anlaufen kann. Übers Kapillarrohr im System drin habe ich einen Druckausgleich von der hohen zur niedrigen Druckseite. Nach einer Minute, zwei ist der Druck ausgeglichen. Wenn ich dann starte, dann läuft er an. Das ist einfache Bauart. Diese Kompressoren sind ein bisschen schwächer als die gewerblichen Kompressoren, die dann eben einen Schweranlauf haben, die dann wirklich Gegendruck anlaufen. Dieser nicht, aber es ist ein Kühlschrankkompressor. Ich verkaufe die, ich habe palettenweise hier. Von 10 bis 50 Franken, je nachdem, wie viel Stückzahlen das ihr braucht. Preise stehen auf der Homepage. Hier unten ist ein Link auf die Homepage, wo all diese Kompressoren aufgelistet sind. Ich mache auch noch ein paar Videos über jeden Kompressor, den ich habe. Probiere ein Datenblatt zu suchen für diese Kompressoren. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag.